Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken zur Konferenz. Wie meine Kollegin Miriam Wenzel gesagt hat, hat das Leerbeck-Institut in New York vor 2 Jahren sein digitales Online-Archiv unter dem Namen DigiBeck offiziell gestartet. Das Event würde simultane Präsentationen an die Leerbeck-Institute in London und Jerusalem sowie an der Dependance des LBI am Jüdischen Museum Berlin live begleitet und konnte über einen Online-Stream von überall mitverfolgt werden. Im übertragenen Sinn würde mit einem Knopfdruck die Mehrzahl der Bestände eines der wichtigsten Sammlungen zu deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur zugänglich gemacht, kostenlos, ohne Subskription und über mehrere Websites. Das DigiBeck-Projekt nahm seinen Anfang vor fast 10 Jahren mit der Anschaffung eines neuen Collections Management System am Center for Jewish History, in dem das Leerbeck-Institut seinen Sitz hat. Dank der finanziellen Unterstützung eines privaten Stifters konnte ein mehrjähriger Plan aufgestellt und eingehalten werden, sodass bei dem offiziellen Start von DigiBeck etwa 75% der Archivalien online zugänglich gemacht werden konnte. Die Digitalisierung erfolgte in 3 Phasen. Zuerst wurden die fast 5000 vorhandenen Mikrofilme digitalisiert. Danach begann man, nicht verfilmte, erschlossene Sammlungen unter die Kamera zu legen. Und drittens die seit Beginn des Projekts neu ins Haus gekommenen Sammlungen. Bedeutende finanzielle Förderung zur Erschließung und Verfilmung von Beständen im Vorfeld der Digitalisierung erhielt das Institut und die Dependance am Jüdischen Museum Berlin von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie von der National Endowment for the Humanities. Als Hauptpartner des Projekts konnte 1996 gegründete Internet Archive gewonnen werden, eine Non-Profit-Organisation, welche sich die Langzeitarchivierung und dem kostenlosen Zugang eines ganzen Spektrums von Medien widmet. Die gesamten Bestände des 1955 gegründeten Leerbeck-Instituts sind gewaltig und reichen vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. 4 Millionen Dokumente, etwa 10.000 Sammlungen, 2.000 Memoiren, 25.000 Fotografien, 2.000 Kunstwerke sowie eine Bibliothek von beinahe 100.000 Bände heute und 1.600 Periodika. Zu den Highlights zählen eine Sammlung von über 600 Fotografien von Albert Einstein, die Tagebücher und Korrespondenzen des Philosophen Franz Rosenzweig, Originalmanuskripte von Josef Roth und eine große Sammlung zu 4 Generationen der Familie Mendelssohn, um nur einige weniger zu benennen. Aber DigiBeck ist keineswegs hierarchisch gedacht oder strukturiert und es gibt keinen Unterschied zwischen vermeintlich Wichtiges und weniger Wichtigen. Hierfür sprechen die Zahlen. Etwa 75% des Archivmaterials oder fast 3 Millionen Dokumente aller Memoiren, ein Großteil der Fotografien und Kunstwerke sowie 250 Audio-Interviews mit Flüchtlingen aus Österreich sind inzwischen digitalisiert und online zugänglich gemacht. Und ich mache jetzt einen schnellen Durchgang über die Webseite von DigiBeck. Hier sehen Sie die Startseite von DigiBeck mit den 2 Möglichkeiten, eine Basic Search und eine Advanced Search. Und hier sehen wir auch die unterschiedlichen Sammlungsbereiche hier aufgelistet. Da kann man jeden einzelnen Sammlungsbereich hier dann browsen. Hier also eine Basic Search und ich habe als Keyword genommen Hamburg, also der Ort des nächstjährigen Veranstaltung von Zugang gestaltet. Und Sie sehen hier natürlich kann man ja das Gesamt-DigiBeck dann suchen, aber man kann ja auch die einzelnen Sammlungsbereiche Archivkunst, Audiobücher, Memoiren, Periodika und Fotografien einzeln dann absuchen. Und hier kriegt man dann die Gesamtzahl von Hits, 560 an der Zahl im Gesamt-DigiBeck, all of DigiBeck, und sie dann verteilen sich so folgendermaßen, und hier werde ich dann kurz dann durchgehen, die verschiedenen Materialien aus der verschiedenen Sammlung zu dem Stichwort Hamburg. Beginnend mit der sehr wichtigen Sammlung von Jakob Jakobsen, der ehemaligen Direktor des Gesamtarchivs der deutschen Juden zwischen 1920 und 1939. Eine Sammlung, die wichtige Materialien, sehr wichtigen
Gemeindequellen hat, zu Berlin, aber auch zu Hamburg. Und Sie sehen hier bei diesen Hitlisten kann man auch die erste so kurz zusammengefasste Information zur Gesamtsammlung. Und denn alle die großen Sammlungen, die erschlossen sind, haben dann ausführliche Finding Aids, EAD Finding Aids, in dem die einzelnen Teile der Sammlungen genau beschrieben sind, angefangen mit dann einer biografischen Notiz und auch eine Notiz über die Inhalte der jeweiligen Sammlung. Und dann ist die Arrangement so, dass alle Bereiche, die jeweiligen Folders oder die Subseries sind dann gehighlighted und man geht dahin und man hat dann den direkten Link, wann man auf die jeweilige Quelle dann klickt. Und hier haben wir einen Minutebook, also ein Protokollbuch von der Hever Kadisha, eine sephardische Gemeinde, dann in Altona, damals aus dem Jahr 1774. Und ich komme jetzt gleich zu der Sichtweise der verschiedenen Ansichtungen von den verschiedenen Quellen. Eine andere hier ist auch ein Pinkas, also ein Recordbook von der Gemeinde von Altona, Hamburg und Wandsbek. Und Sie sehen jetzt hier eine hebräische Handschrift, die Pinkas mit Pinkasim. Und Sie können das hier, das ist jetzt auch eine Seite vom Internet Archive, und Sie können dann eine zweiseitige Ansicht wählen. Sie können aber auch eine mehrseitige Ansicht wählen und Sie können dann natürlich die jeweiligen Seite dann vergrößern. Wir springen jetzt rüber zu den Memoiren und den Manuskripten, die eine eigene Abteilung sind mit über 2000 Einheiten. Und hier haben wir eine Beschreibung von einer Reise nach Hamburg, von Hamburg, Entschuldigung, nach Sydney in August 1853. Und das wollte ich Ihnen zeigen. Diese Memoiren sind zumeist dann direkt am Ort in New York vom Leo Baeck Institut selbst digitalisiert und würden dann auf PDF-Dateien dann eingespielt im Digiback. Diese Teil von der LBI-Sammlungen sind nicht über dem Internet Archive selbst zu finden. Und dann scrollt man einfach hier runter. Ein anderes Beispiel hier ist ein Typoskript, eine Memoiren, die viel später dann geschrieben sind, im 20. Jahrhundert von Susie Lewinsky. Und Sie sehen jetzt hier den Titelblatt. Und hier ist Sie sehen, dass das ein Typoskript ist. Und dieses Typoskript ist eben auch OCR'd. Und man hat auch die Möglichkeit hier, wenn man den Begriff zum Beispiel School dann sucht, kommt man zu der ersten Stelle, wo dieser Begriff dann auftaucht. Aber Sie sehen unten auf dieser Linie auch alle anderen Vorkommnisse von dem Begriff Schule. Es gibt eine kleine, aber wirklich bedeutende Sammlung von Kunstwerken am Leo Baeck Institut, von Radierungen, Grafiken hin zu Gemälden. Und hier haben wir ein Porträt von Leo Lichtenstein, einer Hamburger Juden des 18. und 19. Jahrhunderts. Und hier auch wiederum eine kleine Beschreibung von dem Gemälde und ein klein bisschen über zu ihrer Biografie. Und hier dann auch aus JPEG 2000. Die Abbildungen von dem Porträt, wo Sie dann hier oben sehen können, Sie können es auch dann verkleinern und vergrößern. Die Bücher, Frau Heuberger hat gerade erwähnt, die 1000 Bände, die Teil der Freimann-Sammlung digitalisiert sind von dem Leo Baeck Institut, die dann eventuell auch auf der LBI-Seite dann gezeigt werden. Es gibt jetzt momentan nicht so viele Bücher, die online gestellt sind, aber Sie sehen hier, dass man kann diese Bücher auch in Form von JPEG dann aufrufen und dass das Einzelseiten runter zu scrollen ist, um die dann zu erschließen. Und schließlich die Fotografien. Und hier haben wir zu Hamburg 270 verschiedenen Fotografien, die mit Hamburg dann verzeichnet sind. Und Sie sehen jetzt hier dann eine größere Auswahl von den verschiedenen. Und diesen klickt man auf den jeweiligen Fotografien und man kriegt dann die jeweilige Informationen, die große Abbildungen dazu. Und wie Sie sich vorstellen können, wird die fotografische Sammlung des Leo Baeck Instituts sehr häufig aufgesucht und auch benutzt und mit vielen Anfragen zur Publikation von Fotografien, also einen sehr wichtigen Bestand. Das Leo Baeck Institut ist, wie erwähnt,
ein Teil des Center for Jewish History. Und man kann auch direkt in den Sammlungen von dem Leo Beck-Institut über die Homepage von the Center of Jewish History. Und das Tolle hier dran ist, ist, dass hier auf dieser Seite Search the Collections, wenn man hier ein Such, zum Beispiel Hamburg, eingeben würde, man würde nicht nur die Bestände des Leo Beck-Instituts, sondern auch die Bestände der vier anderen Institutionen des Center for Jewish History auch durchsuchen. Das ist teilweise sehr wichtig, weil es gibt zum Beispiel bei Yivo-Institut auch sehr wichtige Quellen auch zu deutsch-jüdischer Geschichte. Und das ist eine sehr beliebte Möglichkeit, ebenso diese sehr reichhaltige Sammlung. Insgesamt das Yivo-Archiv ist ja größer, sogar als das Leo Beck-Institut-Archiv. Und hier sehen Sie die Homepage von der Digitale Collections des Center for Jewish History. Und Sie sehen, dass hier ist die Information etwas anders dann aufbereitet bei der Suchergebnisse. Da wird überhaupt nicht angegeben, erstmals zu welchem Institut des Center for Jewish Histories diese Bestände dann gehören. Aber sie werden dann sofort dann gelinkt zu den jeweiligen Institutionsseiten. Natürlich hat das Leo Beck-Institut auch die Metadaten genormt und diese Schnittstellen sind auch sehr, sehr wichtig für das Leo Beck-Institut, sodass Personen, die zu verschiedenen Aspekten der deutsch-jüdischen Geschichte und Kultur, die überhaupt nicht wissen über das Leo Beck-Institut, wenn es solche Leute denn gibt, dass sie auch dann bei einer Suche zum Beispiel nach Jakob Jakobsen über eine Google-Suche wirklich auf der ersten Seite schon den Hinweis auf die Sammlung im Leo Beck-Institut dann aufmerksam gemacht werden. Ich habe eingangs erwähnt, dass das Leo Beck-Institut kooperiert mit dem Internet Archive und die gesamten Archivbestände sind auch über die Homepage von dem Internet Archive zugänglich. Also man kann ja direkt im Internet Archive auch die Bestände des Leo Beck-Instituts suchen, ob man weiß, dass sie dort sind oder nicht. Und hier sehen wir die Suchseite von dem Internet Archive und wenn man hier zum Beispiel dann Jakob, habe ich die Suche nach Fritz Mautner gemacht, also bedeutenden deutsch-jüdischen Philosoph und Sprachphilosoph und Sie sehen hier auf vierter Stelle dann die Fritz Mautner Collection angegeben. Bleiben wir dann, und Sie sehen jetzt hier, sieht das schon ganz anders aus als auf der Homepage von dem Leo Beck-Institut, wie die Aufbereitung ist, aber die Bestände sind ebenso nach Folders und Boxes dann eingeordnet und einsehbar. Wenn wir bei Fritz Mautner dann bleiben, wir werden sehen, wenn wir Fritz Mautner eingeben, wird auch die wirklich bedeutende und größte Teil des Nachlasses von Fritz Mautner, was am Leo Beck-Institut ist, nicht auf der ersten Seite von Google dann erscheinen. Aber das Leo Beck-Institut geht ein Stück weiter und hat jetzt zu den Beständen, die es hat, in den Wikipedia-Einträgen dann nachgeschaut und den Link dann hinzugefügt, sodass über die Wikipedia-Einträge man auch auf die Sammlungen von dem Leo Beck-Institut aufmerksam gemacht wird. Und wie wir alle wissen, ist der Zugang zu dem Wissen in erster Linie wird über Wikipedia das ermöglicht. Und das Leo Beck-Institut trägt nicht nur dann in Wikipedia-Einträge nach, um auf diese Sammlungen hinzuweisen, sondern das LBI hat jetzt angefangen, selber Wikipedia-Einträge zu schreiben über Persönlichkeiten, deren Nachlässe in dem Bestand des Leo Beck-Instituts. Hier ein Beispiel des Wirtschaftswissenschaftlerin und Journalisten Toni Stolper. Das Leo Beck-Institut hat diesen gesamten Eintrag dann verfasst und dann online gestellt in Wikipedia. Die Bestände des Leo Beck-Instituts sind ebenfalls über dem seit 2011 entstandenen Archive Grid, also einer der ersten Versuche, mal ein Archivportal einzurichten. Und an diesem Archivportal in den Vereinigten Staaten nehmen 1000 Institutionen teil, nicht nur aus den Vereinigten Staaten, sondern auch viele andere Länder der Welt. Und was das Leo Beck-Institut jetzt vorhat, ist natürlich auch die Bestände über Europäer auch zugänglich zu machen. Die Zugänglichkeit der LBI-Bestände durch DigiBeck hat bereits zu einer wesentlich erweiterten Nutzung von Materialien geführt. Die Zahl der Anfragen nach Veröffentlichung von Dokumenten und Fotografien ist deutlich gestiegen. Auch sind Anfragen zu Publikationen in einige Memoiren eingegangen und diese sind auch erfolgt. Primärquellen werden auch bei universitären Unterricht eingesetzt und tragen auch zu neuen Forschungsvorhaben bei. Damit wird ein lang gehegtes Ziel des Leo Beck-Instituts erreicht.
Wir wollen nicht nur die Erforschung zur Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland und der deutsch sprechenden Juden in ganz Europa unterstützen, sondern auch aktiv fördern. Hierfür kann es kein besseres Mittel geben als DigiBack. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.